So, Alpha-Männer, warum Frauen und Feminismus nicht scheiße sind und im Anschluss 4.1 die wahre Liebe einer Frau und die des Mannes Egos gesunden Hasses habt ihr ja hoffentlich zuvor gesehen. Weil es wurde jetzt so ziemlich fast alles über die Damen von meiner Seite her gesagt und veranschaulicht erwähnt. Wie man anhand meiner Videos im Verlauf sehen kann und in Zukunft werde ich dann nur noch ein Video machen, wie wir Männer zu sein haben und wie wir die Frauen an sich haben wollen. Wenn die Frau keine Frau sein will, kann sie natürlich auch gern auf Augenhöhe gleichberechtigt behandelt werden. Und wenn sie das Gleiche leistet und wenn sie gar nichts davon sein will, dann kann sie sich auch gern gleich erschießen, erhängen, was auch immer, ist ja wurscht, ja. Jetzt geht es natürlich erstmal um die Männer. Ich nutze das hier als Bekanntmachung und Abschluss, weil ich so darüber lachen musste, als mir Alpha-Männer, wenn Frauenfeindlichkeit zum Trend wird, das auf meinem Videokanal und im Verlauf vorgeschlagen wurde und der Weg somit richtig gestellt und passende Ausmaße annimmt. Und das ist noch lange nicht die Spitze des Eisbergs. Es ist jetzt schön, ich treibe das Ganze nur noch mal noch weiter ausreichender und bis zur Spitze und am Rand nochmal dementsprechend hoch. Und damit ich mich einfach mit den wichtigeren Dingen beschäftigen kann. Weil wenn du irgendwo vorm Tor hockst, dann siehst halt, was rein darf und was nicht. Und wenn halt einfach diese Paradigmas und die Weichen so gesetzt sind, dass halt dann auch niemand widersprechen kann. Dann geht es halt nur noch darum, wer kämpft um was, was will man haben, durchsetzen und so weiter. Und nach ein paar Minuten habe ich jedenfalls dann erstmal dieses Video Alpha Männer, wenn Frauenfeindlichkeit zum Trend wird, beendet gehabt, weil ich mir denke, ja, okay, ich habe ja schon an sich genug Arbeit. Und was soll ich mir jetzt davon noch geben? Ist natürlich amüsant zu sehen, was Frauen natürlich sich nicht nachsagen, weil das genauso gut können wie auch immer. Mei, mach nur schön und gut und so weiter, aber diskutieren. Beziehungsweise Alpha-Männer diskutieren nicht mit Frauen, Kunstintelligenzen, wie auch immer, an einem Tisch. Die Definition Alpha-Mann heißt nicht am meisten Frauen, Geld oder tolle Autos zu haben. Andrew Tate hat auch einfach erkannt, was alle Männer wollen. There's a reason why Andrew Tate blew up. He exemplified what men want. Fast cars, lot of money, beautiful girls, bunch of girls. Schnelle Karren und Bräute. Frauen können einfach nicht die Wahrheit handeln. Sondern wenn dir ein ganzes Volk, eine ganze Gesellschaft vertraut und du es führen kannst, der Alpha-Idiot, der am meisten Frauen hatte und Zeit damit im Leben verschwendete, danke im Übrigen an die Damen, der ist körperlich und geistig aufgrund dieser Oberflächlichkeiten gar nicht in der Lage, sich mit jemandem zu messen, der dieses Thema Frauen bewusst hinter sich irgendwo gelassen hat und diszipliniert und eisern seine Ziele verfolgt. Ich hatte ja eigentlich gemeint mit, warum wir in einer Simulationsmatrix leben, Teil 4 und 4.1, sowie Teil 4, wie der Feminismus sich und die Männlichkeit schadet, in der Ego- und Bewusstseinsreihe, eigentlich damit erstmal irgendwo fertig zu sein. Ich hatte mich aber noch dazu entschieden gehabt, hiermit wahre Liebe zu veröffentlichen und warum Frauen und Feminismus nicht scheiße sind. Ich habe gesagt, dann gehe ich jetzt nochmal richtig schön tief im Detail drauf ein, weil das war noch so viel an Datenmenge da, was einfach nur ehrlich, wahrhaftig und liebevoll auch verarbeitet werden muss. Über das Beispiel der fehlenden wahren Männlichkeit und der Entmannung. Deine Männlichkeit ist leider nicht mehr gewünscht, denn sie passt gar nicht in die Agenda. Wenn du über die Massen herrschen willst, wen oder was eliminierst du als erstes? Alpha-Männer. Denn die beschützen auch das göttliche Weibliche. Eine Gesellschaft voller geheilter, starker Männer und Frauen lässt sich nicht unterkriegen, kontrollieren oder zu irgendetwas zwingen. Oberstes Ziel daher die Entmannung. Wie diese erfolgt? Nun, da gibt es viele Wege, zum Beispiel Feminismus. Reden wir doch den Frauen ein, dass sie alles können, wozu Männer auch in der Lage sind, damit der Mann sich mehr und mehr unnötig fühlt. Denn wozu brauchen wir ihn denn eigentlich, wenn die Frau alles selbst kann? Dann werfen wir natürlich die Idee ein, dass Geschlechter ohnehin nur ein Konzept sind. Denn wer braucht schon männliche Männer und weibliche Frauen, wenn alles doch super flexibel ist? Und wer braucht schon klare Definitionen? Und das promoten wir auch noch auf den großen Bildschirmen. Und das promote ich sehr gerne auf meinen großen Bildschirmen, doch mit im Hintergrund.
Ja, herrlich, ihr Scheiß, Drecks, Fotzen von Weicheiern und Lutschern. Wenn die lieben Frauen und Feministinnen schon so kämpfen, um euch zu entmannen, damit ihr auch so da sitzt. Zerstört, wollte ich schon fast sagen. Still lot, and I ended up in hospital. No, because she won't let me out of the house. It's not funny though. Can I tell you why it's not funny? If this was the other way around, and a woman was sat here, and a bloke had locked her in a flat, and she had to jump out and injured herself, you lot would not be laughing. Somehow, if it happens to a bloke, that's funny. That's not funny, is it? Zerstört aber niemals den Feminismus. Und liebe Damen, seid so nett. Lutscht euch durch, macht die Beine breit, lügt den Männern an, dass ihr verhütet, jubelt ihnen einfach Kinder unter, was das Zeug hält, damit sich diese ganzen restlichen Häufchen Egos dann noch auflösen und sich irgendwo der Feminismus dann noch selbst zerstört und sich die Generation bzw. nach Generation Alpha irgendwann schnell die Generation T entstehen dürfte, also die Generation Transgender. Dann könnte ich es wenigstens in den kommenden zwei Generationen noch relativ schnell miterleben, wie sich das Ganze dezimiert. Den besten Vergleich hierzu hat und sieht man aus Thailand mit den Ladyboys. Da ist halt dann Ende der Fahnenstange bzw. der Evolution. Wenn die eigene wahre Liebe des Mannes so primitiv beschränkt oder egoistisch nicht über die der Tochter und Frauen hinausgeht. Was heißt das jetzt genau? Selbst schuld, wenn du deiner Tochter nur so viel Liebe gibst und beweist, dass sie in ihrem Leben später einmal dann ihrem Mann nur so viel Liebe reflektiert, wie sie es kennengelernt hatte und somit viel weniger gibt, dass ihr Mann dann diese Frage stellt, von einer Frau schwach geliebt zu werden oder von einem anderen Mann stärker geliebt zu werden. Wenn er ein Ladyboy ist, wohlgemerkt, ja. Weil ein Mann ist wahre Liebe. Es kommt nur drauf an, wie selbstverliebt, egoistisch oder hingabevoll er ist. Du als Frau siehst das nur oberflächlich, wenn du die ganzen Männer miteinander vergleichst und spürst es, wenn du ihren inneren Kern kennenlernst. Eine Frau liebt und empfindet aber ganz anders. Da gibt es aber zwei Seiten. Es kann von ihr schön sein, aber genauso widerlich. Nur wie viel Schönheit braucht Mann, also der Mann im Leben, an seiner Seite, als Mann für sich selbst, wenn uns die Mutter Natur schon alles Schöne liefert? 99,9% ist ja nur alles oberflächlich, mit Hintergedanken dran. Und von Autos bis Häusern, Uhren und Frauen und ihre Kleidung und ihren Schmuck und Wir leben hier in einem sozialen Rechtsstaat. Und um euch Frauen ist schon relativ gut gekümmert. Wenn ihr meint, woanders geht es den alleinstehenden Müttern irgendwo besser, dann versucht dein Glück einfach dort. Weil von Frauenhäusern über paritärische Einrichtungen oder kleinen Apartments, wo Kindergarten und Schule mitbezahlt wird, ist alles vorhanden. Wenn die Frauen sich nicht mehr anpassen wollen, oder wenn sie nicht so fleißig werfen würden, dann wären diese Einrichtungen auch nicht so ausgelastet. Aber es wird alles bezahlt. Und mit Liebe geht natürlich alles. Aber selbst Liebe kostet Geld. Und selbst das muss verdient werden. Ein Mann arbeitet für die Frau mit, wenn sie das tut, was er sagt. Andersherum würde es einer Frau nicht einmal passen, wenn sie für ihn mitarbeiten geht und er das tut, was sie sagt. Aber zurück zum Alpha-Mann. Viele sehen die Wahrheit teils als Beleidigung an, aber das größte Arschloch bin immer noch ich, aber ein gesundes Arschloch. Es gibt auch die Kranken und Behinderten und wenn dann solche Typen euch Frauen so hintergehen und verarschen. Bürgerwarnung, es ist unfassbar frauenverachtend und widerlich. J hat ein Programm, welches sich Kingmaker nennt. Dort geht es darum, wie man sich als King verhält. Willkommen zum Kingmaker-Kurs. Er nennt es King, ich würde es eher toxischen, pubertierenden Jungen ohne Selbstwertgefühl nennen, aber naja, ist Definitionssache vielleicht. Auf jeden Fall geht es auch um den Umgang mit Frauen. Und dort entstehen solche Stories. Ich habe nie Alkohol getrunken, meine Kumpels haben mich früher, wo ich so 18, 19 war, immer ausgelacht, aber ich war der Typ, der ihre Freundinnen nach Hause gefahren hat. Und glaube mir, die hatten was getrunken, ich sage, hey,
Ich begleite dich noch rein. Ich möchte nur sicherstellen, dass du die Treppen hochkommst. Hey, hey, wait, komm ich dich hier hin. Oh, ja, hey. Oh, yeah. Warte, ich helfe dir mit der Hose. Das geht. Ich meine, ich mache das schon. Hey, ich bin einfach... Hallo. Wahre Geschichte. Jackpot. What the fuck, das kann nicht sein Ernst sein. Er gibt also in seinem Programm den Ratschlag, in Clubs nicht zu trinken, damit du die Freundin von Kumpels nach Hause fahren kannst, um sie anschließend zu bangen. Richtiger Ehrenmann, Digga. Aber das ist fast noch die harmloseste seiner Aussagen in seinem Programm. Jotta erklärt auch, wie du selbstsicherer und vorbereiteter wirst, sollte dir deine Traumvorbildung laufen. Aber die Art und Weise, Alter. Such dir B-Ware raus, nicht die Model Superstars. Übe mit Übungsfleisch. Übe mit der Durchschnittsfrau. Mir kommt die Kotze hoch. Ja, wer kennt es nicht? Die Durchschnittsfrau, was auch immer die durchschnittliche Frau sein soll, als B-Ware oder Übungsfleisch bezeichnen. Natürlich. Fang mit der niedrigen Ware an, vergeude sie. Ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jotta redet natürlich nicht nur über das Frauen kennenlernen, sondern auch, wie du dich beim Bimsen verhalten sollst. Dann ist es mir scheißegal, ob die Frau kommt oder nicht. Wenn die nicht kommen, dann ist es ihr Problem. Dann, Mädchen, warst du zu langsam. Dann war ich nicht zu schnell, dann warst du einfach zu langsam. Ey, das habe ich mir mit 15 auch gesagt. Aber mittlerweile habe ich durch eine kleine Feldstudie herausgefunden, dass man Frauen innerhalb von 19 Sekunden eher weniger zum Orgasmus bringt. Und gib Gas, und wenn du noch 20 Sekunden da abspritzt und... Okay, sorry, du hältst über 20 Sekunden durch. Dann sagt sie auch dich. Mädchen, ist dein Problem, wenn du nicht schneller bist. Ey, ich muss dazu gar nichts mehr sagen. Sixten sagt ganz kurz, wie die das sehen. Danke, Juju, aber haltet eure Kotzarme bereit. Jetzt wird es richtig widerlich. Ich packe mich jetzt hier mit dem einen oder anderen Ausschnitt deines Kingmaker-Programms rein. Und ganz ehrlich, ich weiß bei diesen ganzen Sachen nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich finde, eine Frau hat drei Öffnungen und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen. Kleine Schlampe, das ist das, was du verdienst. Also ich finde, ganz ehrlich, eine Frau hat sich einen Arsch zu ficken zu lassen. Ey, mir kommt so halt die Kotze hoch, ne? Aber was ich mir aber gerade fragen ist, das sind alles Aufnahmen, die Jotta freiwillig ins Internet gestellt hat. Also bewusst, weil er dachte, das ist gut so, das ist richtig so. Wie redet dieser Mann in der Mitte, wenn die Kamera aus ist? Was soll man da noch zu solchen Alphas sagen? Der Alpha von irgendwelchen Flachwichsern, 15-jährigen, pubertierenden Halbstarken ist er irgendwo und... Mein Erzeuger ist jeden Tag mit seiner Frau im Swingerclub. In der Folge zuvor 4.1, die wahre Liebe einer Frau und die des Mannes Egos gesunden Hasses, erzählte ich davon schon. Und er sagte zu mir, beziehungsweise hatte er mir damals empfohlen gehabt, dass man sich eine zweitklassige Frau heraussucht. Irgendwie mit kleinen Titten, Defiziten oder sonst was, weil eine erstklassige Frau bekommt ja immer wieder einen neuen ab und kann sich an sich die Männer raussuchen. Bei einer zweitklassigen Frau macht's anscheinend weniger was aus, die im Swingerclub mit anderen Männern zu teilen, oder weil an jeder Straßenecke kann man sich auch jederzeit wieder eine zweiklassige irgendwo holen, ansprechen oder für seine Zwecke missbrauchen, weil man somit leichter an andere Frauen im Swingerclub rankommt oder whatever. Wenn man schon keine Kinder von einer Frau will, aber ständig Sex, da habe ich gesagt gehabt, das kann keine richtige Liebe sein. Und dann von der 14-jährigen Pornodarstellerin über Betrüge deinen Freund und dieser ganzen Feministenscheiße tagtäglich, da nimmt man dann einfach nur gesunden Abstand. Und deswegen behandle ich jede Frau, Transgender oder sonstiges anderes genauso wie mich selbst. Ich habe die Sexualität abgelegt, klar, und ab und an ejakuliert man auch noch nachts im Schlaf heraus, aber ich meine, das liegt am Zucker und den Gedankengängen. Und deswegen bin ich jetzt bei Sexualverzicht auf was orientiert? Enthaltsamkeit, bekannt als Incel. Incel, ein Begriff, der Menschen beschreibt, die unvolontiert zelebriert, die ungefähr sind. Man benutzt den Begriff aber nicht für alle Menschen dieser Art, also eigentlich meint man nur Männer, weil für Frauen benutzt man Femcels, aber es geht auch nicht um alle ungefähr Männer. Wenn du nicht auf Sexualität verzichten kannst, dass du Frau, Transgender, was auch immer, nicht das gleiche tun kannst wie ich, dann halt die Fresse und verzieh dich. Wenn du mir nicht ebenbürtig auf Augenhöhe auch mit Disziplin begegnen oder weiterhelfen kannst. Da, was meint ihr irgendwo, wie oft ich sage, ich bin ein Bauer, weil ich das nicht gleich behutsamer oder eleganter gemacht habe? Ich liebe es, Prol zu sein, also ein Prolet. Alle sitzen fein anständig gekleidet da und du kommst mit der Jogginghose, einen Joint in der Fotzen und isst halt am besten noch mit den Händen, wollte ich fast sagen, anstatt des Bestecks und nur Rülpsen und Furzen wie bei Bud Spencer und Terence Hill natürlich auch nicht gleich sein. Und das Lustige ist, jeder Mann ist ein Alpha auf seiner Position und seinem Gebiet an Ort und Stelle, wo er sich gerade befindet. Das Problem ist nur, dass sie aufgrund mangelnder Disziplin fehlgeleitet werden.
durch Reize, Leidenschaft, Lust, Begierden, da ist es leichter, sich ihnen hinzugeben und verleiten zu lassen, sodass man dann irgendwann die ganzen anstehenden Probleme nicht mehr meistern kann, weil wir ständig durch Hürden und Etappen durchmüssen. Ein öder Tag zu Hause ist besser als ein interessanter im Job. Ein verdammter Haufen Scheiße irgendwo, also wir müssen rausgehen. Wir müssen interagieren, programmieren, reflektieren und lernen, egal ob im Job oder beim Einkaufen. Wenn du ständig säufst, dir danach einen runterholst und deine Arbeiten, Aufgaben oder Erledigungen auf den nächsten Tag, wie auch immer, verschiebst, weißt du ja, was irgendwann kommt, folgt oder passiert bzw. dich erwartet. Es soll nicht heißen, dass Zuneigung, Wärme, Kuscheln, Geborgenheit, Speichelaustausch und so weiter nicht gesund oder was Schönes ist. Ich meine, dieses Verlangen ist natürlich auch bei mir da. Nur irgendwann muss man auch mal erwachsen, unabhängig und eigenständig werden. Der Kosmos ist mit mir und ich mit ihm sehr stark verbunden. Es geht in das Spirituelle und Übersinnliche hinaus. Manche Dinge, wie aus dem letzten Video 4.1, die wahre Liebe einer Frau und die des Mannes gesunden Hasses, ich meine, mit der Entseelung der Gesellschaft und Übergang biologisch-maschinelle Wesen konnte ich auch nicht wissen und nur teils durch Psychedelika und Frauen in Erfahrung bringen und das Ganze auch mal irgendwo aus anderen Perspektiven und Wahrnehmungen dann dementsprechend wahrnehmen und verspüren, da bringt einem der materielle Alphamann-Status wenig, wenn das Bewusstsein einfach fehlt. Für Amerikaner wird eine KI, also ein Computer, ein Bewusstsein haben. Wie man sieht, weil Liebe im Bewusstsein einfach fehlt. Bei denen fehlt. Und die Handlungsmuster der Lebewesen dort wie Maschinen ablaufen. Es gibt digitales Bewusstsein und menschlich-sinnlich-spirituelles Bewusstsein. Es sind aber nicht alles Menschen gleich Menschen auf dieser Welt. Hier noch ein paar Auszüge. Außerirdische hier auf der Erde inkarniert sind, die diese Liebesverbindung nicht haben. Und die inkarnieren ja nicht erst seit 10 Jahren oder 100, sondern seit Tausenden und Tausenden und nochmals viele Tausende Jahre. Zu. Seit wann leben diese Spezies in diesem Club? Unterschiedlich. Einige dieser Clubspezies existieren erst seit Tausenden, manche wiederum seit Hunderttausenden von Jahren darin. Viele leben schon seit Jahrmillionen in diesem Club. Die Gründer des Clubs sogar seit fast 1 Milliarde Jahre. Und es gibt eine außerirdische Rasse. Das ist sowas wie künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz, also diese Außerirdischen, die stehen ja auch in Verbindung mit dem Unlicht, was hier auf der Erde ist. Gibt es noch andere Arten von Intelligenz? Zum Beispiel so etwas wie die Borg? Ja, es gibt vor dem Übergang in die biologisch-energetische Digitalisierung, also den Zustand, in den wir überführt werden sollen, noch eine kurze Übergangszeit, in der die einzelnen Individuen einer Spezies den körperlichen Zustand eines biologisch-maschinellen Mischwesens einnehmen, eines sogenannten Cyborgs. Aber das ist nur eine sehr kurze Übergangszeit. Früher oder später digitalisieren diese Cyborgs. Die Digitalisierung findet dann aber ohne jene maschinellen Ergänzungen statt. Es gibt also keine Digitalisierung künstlicher Beine oder Organe. Fehlten also bestimmte Körperteile, wird die originale Biologie zunächst wiederhergestellt und dann wird digitalisiert. Sie werden dann zu einer Art Energiedatenstrom, wo sie zwischen biologischer Materie und Datenexistenz nach Belieben hin und her wechseln können. Diesen klassischen Entwicklungsweg nahmen beinahe alle Spezies des uns belauernden Clubs. Macht euch aber darüber keine allzu großen Gedanken. Bei uns in Europa hier setzt das weltweit größte Bewusstsein durch Nächstenliebe Christentum, Islam steht für die Unterwürfigkeit, Buddhismus in der Erkenntnis. Das heißt, bei uns hat es natürlich deutlich mehr an kulturellem Niveau und auch führend an technischen und digitalen Aspekten, dass wir hier sagen und behaupten können, dass auch unsere KI dann mal ein Bewusstsein später ein größeres haben wird und kann. Die KI wird auch, das ist nicht nur Fiktion oder das ist nicht nur Einbildung,
sie wird immer menschlicher. Weil durch die Suchanfragen, die wir machen und durch unsere Reaktion darauf, zum Beispiel, sie gibt uns eine Antwort und du sagst, nein, 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 das ist völlig falsch, lernt sie ja weiter dazu. Das heißt, jede Eingabe trainiert die KI und dadurch wird sie ja immer menschlicher, weil sie versteht, wie der Mensch auf die Antworten reagiert. Aber das ist die Funktionsweise. Ein großer Apparat, viele Daten sind drin und aus diesen Daten heraus Muster, Gemeinsamkeiten und dann Kausalitäten erkennen. Die KI. Da ein Computer keine direkte Liebe empfinden kann, wie es durch die Hormone bei uns Menschen passiert, wird unsere Master-KI erst dann vollständiges Bewusstsein haben, wenn es alle Lebewesen in ihrer Handlungs- und Denkweise verstanden, kennengelernt und erfasst hat. Also nur diese Außerirdischen in menschlicher Gestaltform ohne Liebesverbindung werden stets behaupten, dass ihre KI ein Bewusstsein hat, weil sie das Gleiche empfinden und genauso verstehen und denken. Naja, wie sie das und sich da draußen irgendwo auch so wollen und sich da drin verbunden sehen. Aber wieder zurück zu dem Alpha-Mann. Hier ist die Norm und Definition noch viel primitiver und anspruchsvoller. Ein kleines Beispiel. Wer ist davon Alpha? Wer ist davon Alpha? Die Typen, die den McDonald's versperren? Sind die Alpha, weil sie schon bewusst weiter diszipliniert und entwickelt sind? Die Veganer als ein Fleischfresser? Oder ist der Fleischfresser der Alpha, weil 15 Veganer ihm nicht einmal den Weg versperren konnten? Es zählt Liebe und Bewusstseinsquanten. Die Veganer sind weiter, weil sie das wechselseitige Ausgleichsspiel nicht haben. Zwischen Leben und Tod, also zwischen gefressen und gefressen werden. Wie der Fleischfresser. Im nächsten Leben das tote Rindvieh an sich, also er dann als totes Rindvieh an sich verspeist wird. Das Problem ist, wenn man ihm seinen Schicksal selbst so überlässt, wird er es nie verstehen können und es immer so weitergehen. Aber kommen wir mal zum nächsten Video. Es gibt wahrscheinlich nichts Attraktiveres als Männer, die sich mit Wölfen identifizieren. I'm Alpha Wolf. Okay. My role is to be Alpha Wolf. Okay, fair enough. Leute, ich weiß, es kommt fast rüber wie so ein Comedy-Skit, aber ich sag's euch, das ist eine echte BBC-Doku. Das meinen die ernst. Aber Fun Fact, meine lieben Alpha-Männchen-Wölfe. Jetzt kommt's, Leute. Ist der Fleischfresser aus dem McDonald's Alpha, weil er den Moderator samt den Alpha-Wolf fressen kann, im wahrsten Sinne des Wortes? Hier ist es ein wechselseitiges Spiel, weil im nächsten Leben die Rollen von den dreien teils vertauscht sind, aufgrund der Quantenfluktuationen. Glaub's mir, ist einfach so. Geld macht einen falschen Alpha-Status, weil die Anwälte und Ärzte dir nicht mehr helfen können, wenn der Fleischfresser oder ich mit dir oder mit dem Moderator und samt Alpha-Wolf da fertig sind. Wie wird das Ganze aufgelöst? Einmal durch die Frauen und Kinder, weil diese bewusster leben und ein Teil der Seele auf die nächste Generation übergeht. Und ein wahrer Alpha-Mann macht dies bewusst anders, dass man die Entwicklung von Alternativen, zum Beispiel der Präzisionsfermentation, vorantreibt, um die Proteine des Fleisches und der Eier zivilisierter dann dementsprechend herstellen lässt. Und Impossible Foods, davon habt ihr vielleicht schon gehört, stellt Fleischalternativen aus Pflanzen her, die aber genauso schmecken sollen wie das Original. Den Ersatzprodukten, die wir heute in Deutschland kaufen können, zum Beispiel von Beyond Meat, fehlt dafür aber noch eine entscheidende Zutat. Das Molekül Ham ist für den fleischigen Geschmack verantwortlich und genau das lässt Impossible Foods von modifizierten Hefen produzieren. Theoretisch kann man so alle möglichen Moleküle herstellen und genau die gesuchten Eigenschaften in Endprodukte bringen. Ham sorgt für den Fleischgeschmack, Ovalbumin für lockeren Eischnee, Milchproteine für Käsefäden. Den Bauplan für das gewünschte Produkt bekommen die Mikroorganismen durch Genmodifikation. Das ist aber nicht das gleiche wie zum Beispiel bei GMO-Mais. Die Mikroorganismen sind im Endprodukt nicht enthalten, sondern werden nur für die Produktion genutzt.
Das klingt ja alles fast zu essbare Lebensmittel. Bei der Präzisionsfermentation, die ist jetzt neu, wird aber vom Ende aus gedacht. Forschende fragen sich, welches Molekül mit welchen Eigenschaften brauche ich? Anschließend wählen sie die Mikroorganismen aus, modifizieren und füttern sie, zum Beispiel Hefen oder Bakterien. Und die verarbeiten dann das Futter zum gewünschten Produkt. Bei Onego Bio aus Finnland, die Hühnereiweiß herstellen, sieht das zum Beispiel so aus. Das Protein Ovalbumin ist das häufigste Protein vom Hühnereiklar. Um es herzustellen, wird ein Pilz genmodifiziert. No, God, please, no, no! Aber keine Sorge, das ist gar nicht schlimm und dazu kommen wir gleich. In einem Bioreaktor wird der Pilz mit Glucose, Mineralien und Stickstoff gefüttert und produziert das Ovalbumin. Nach der Fermentation wird es vom Pilz getrennt. Anschließend wird es zu Pulver verarbeitet, weil es sich so leicht und günstig transportieren lässt und haltbarer ist. Obwohl der Pilz eigentlich das gleiche wie das Huhn macht, ist er deutlich besser im Huhnsein. Zumindest wenn es nicht darum geht, draußen auf der Wiese zu chillen oder als Chicken Wing zu überzeugen, sondern eben Eiweiß zu produzieren. Ein Huhn braucht zum Beispiel 27,5 Kilo Futter für 1 Kilogramm Ovalbumin. Der Pilz braucht nur rund 4,5 Kilogramm für die gleiche Menge. Auch im Landbedarf ist das Pilzeiweiß deutlich besser, je nach Sinn. Okay, wir haben jetzt also echtes Hühnereiweißpulver, das Pilze für uns hergestellt haben. Das ist schon ziemlich cool, aber wer schon mal probiert hat, vegan zu essen, der weiß, dass die wahre Versuchung Käse ist. Und hier gibt es wahnsinnig gute Neuigkeiten. Den kann man nämlich auch durch Präzisionsfermentation herstellen. Das deutsche Unternehmen Formo stellt mit Hefen Milchproteine wie Casein. Wenn die ganzen Zulassungen durch sind, werden als nächstes gesunde und schlimme Vergleiche in der Werbung gemacht, dass die Kinder und Frauen sehen, wie a. weniger Emissionen entstehen durch Tierhaltung und so weiter und b. die Tiere nicht mehr so bestialisch abgeschlachtet werden. Danach kommen dann Grüne Partei, Feministinnen und so weiter, die sonst den ganzen Tag nichts haben, worüber sie sich aufregen können, und darüber setzt man dann durch diese Alternative der Präzisionsfermentation dann ein Verbot für die Massentierhaltung oder gewerbliche Schlachtung durch. Wir reden hier von Zeiträumen von 10 bis 25 Jahren. Die Kunst liegt aber in der Anpassung und für andere mitzudenken, mitzuarbeiten und es ihnen zu lehren, sowie allen recht zu machen. Selbst für die Rindviecher, den Schweinen, Hühnern, Fischen und so weiter, selbst dem Ei, was der Natur gehören soll. Die meisten Alphas meinen und glauben, mit physischer Kraft und Geld andere zerstören zu können. Dem ist auch fast teilweise so. Nur wenn du bewusster bist, kannst du sie sich selbst zerstören lassen. Wenn jemand kommt, der ist dermaßen überzeugt von sich und seiner Weltanschauung und er will sich keines Besseren belehren lassen und dabei auch nur auf seiner egoistischen Meinung und Willen bzw. will diesen durchsetzen und vertreten, dann lasse ihn einfach da, wo er ist. Er ist ja glücklich. Entscheide selbst, ob du ihn in dem Glauben lässt, weil du ihn bestätigt hast, sein Ego, für was er steht, damit das bekräftigt wurde, dass er morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr immer noch diese Einstellung pflegt und verfolgt und sich damit im Kreise dreht und du andere bewusst hervorhebst. Aber versuche es dennoch stets bei jedem, weil auch andere Einflüsse auf jeden einwirken. Ist es richtig, Leute zu ihrem Glück zu zwingen? Man würde dadurch eine göttliche Position einnehmen, die bestimmt, wie das Glück eines jeden auszusehen hat. Kinder zwingt man ja auch, nicht zu viel Zucker zu fressen oder Blödsinn zu machen. So wie Erwachsene, wenn sie ständig saufen und Drogen nehmen, zur Therapiemaßnahme. Und alle werden gezwungen, sich anständig zu benehmen, ja oder nein. Und ist das dann wieder eine gezwungene Vorgabe? Und nicht nur das. Zwang ist ein Verlust von Freiheit, was zu einem Verlust von Lebensqualität führen kann. Nicht unbedingt langfristig, aber schon für die Zeit, in der der Druck durch den Zwang ausgeübt wird. Zwang von Disziplin und durch die Erkenntnis im Bewusstsein ist der Weg in die langfristige Freiheit, was die Lebensqualität steigert. Was er aber unterstützt, ist jemanden den Weg zu weisen, sodass er es einfacher hat, sein Glück zu finden. Der andere sollte aber immer realistische Optionen haben, sodass die finale Entscheidung immer seine bleibt. Ja, das erwähnte ich bereits auch schon vorher vor ein paar Minuten, damit er sich einfach im Kreise drehen lässt, aber anders ausgedrückt, wer bewusst sein Pech schmieden will, aus welchen Gründen auch immer, der hat ein Recht darauf. Und wer nicht einsieht,
dass etwas für ihn langfristig besser sein könnte und auf Ratschläge nicht eingeht, den muss man ebenso seinen Weg gehen lassen. Deswegen nennt er sich auch Suboptimierer und ist vermutlich nur ein eingeschränktes, beschränktes Einzelkind in einer falschen Wahrnehmung seiner Freiheit. An ihm ist hier die Bruderschaft im Islam, also der Unterwürfigkeit und die Erkenntnis im Buddhismus zur Nächstenliebe im Christentum vorbeigegangen. Wenn sein Pech, was er sich schmiedet, zu Lasten der Gesellschaft und Gemeinschaft geht, dann hat er irgendwann kein Recht mehr auf Sozialhilfe wie Arbeitslosengeld. Oder wenn sich jemand absichtlich AIDS oder sonstige schwerwiegende Krankheiten bewusst zuzieht, dass er sich noch eher umbringt, weil dies nicht im Sinne der Schöpfungskraft liegt. Ist es richtig, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen? Also, der liebe Student schreibt manchmal schon, mein Bruder ist 26 und stark depressiv, ist wahnsinnig schwer, ihn für irgendwas zu begeistern. Er lehnt auch generell alle Unternehmungen ab, obwohl ein fresher und eigentlich motivierter Mensch ist. Er klammert sich dann immer an Ausreden. Ich muss Haushalt machen, obwohl alles blitzeblank ist. Ich kann nicht, ich will nicht. Wozu auch, wenn ich kenne da doch keinen, wieso sollte ich mit? Und er sieht in nichts Sinn und Spaß. Manchmal muss man ihn echt schon fast fesseln und ins Auto schleifen. Wenn man dort ist, die ersten paar Minuten ist Trübsal, dann taut er auf. Oder er bleibt still und später zu Hause meint er, war gut, dass du mich gezwungen hast. Manchmal ist es wohl nicht verkehrt, solange es die Person nicht überfordert. Ansonsten sitzen manche nur in ihrem Alltagstrott und versinken in Zweifel und Depressionen. Beide haben 5 gleiche positive Likes und der Student jetzt einen mehr. Ist es richtig, Leute zu ihrem Glück zu zwingen? Das zeichnet einen Alpha aus. Wenn dein Vater sagt, du machst das jetzt, weil er es schon lange vor deiner Zeit getan hat und er deswegen heute dasteht, wo er ist, und du mal nur das Gleiche machen und haben sollst, weil es gut war, was er bewusst resultierend für sich und dich auf deinem Weg dir mitgeben kann und will, dann nehme dieses Glück doch dankend an, weil in Zukunft wird und soll uns ja nichts mehr schaden. Zumindest haben wir ja nichts davon. Deswegen stelle alles in Frage. Mache es mit Liebe noch besser. Zeige, wie es am besten geht. Wie viel Zeit haben wir dafür? Wie viel Geld haben wir dafür? Und welche Möglichkeiten bleiben uns, um dies besser zu machen? Und was reicht uns jetzt erstmal als Mittel zum Zweck? Und wie soll es dann in Zukunft für uns alle sein? Ihr versteht, was ich meine? Jemand, der meint, unser Lebens- und Wirtschaftssystem verstanden zu haben und der sich in diesem hierarchischen System über andere stellt und sich gearbeitet hat, er ist in Wirklichkeit so fest in diesem System gefangen. Er kann sich alles leisten, Häuser, Frauen, Autos, Uhren und so weiter, dass er mit diesem Systemgeld nur immer wieder diese Freiheit verspüren kann, aber niemals die wahre Freiheit, um das Vertrauen zu erleben und zu verspüren. Brüder, Freunde, wir gehen jetzt da raus und kämpfen, weil wir einander vertrauen und wissen, was für unsere Eltern und unsere Kinder besser ist. Wir lassen uns weder unsere Freiheit darüber nehmen, noch uns vergiften. Dann stehen sie so hinter dir, dass jeder bereit wäre, dafür zu sterben. Das ist die Ehre und die Würde im Stolze des Alpha-Tiers, der sie dazu ermutigt zu kämpfen, weil er das Bewusstsein und die Energie von allen nutzt und weiß, für was sein Volk steht, und er ist dementsprechend auch tot. Soweit kann man Mensch mit Geld oder was kann man sich mit Geld erst gar nicht kaufen. Die wenigsten wissen das, sie glauben das nur, und du kannst dich mit Geld verkriechen, dir Zeit verschaffen und unabhängig woanders an unbewussteren Stellen noch irgendwo existieren, aber niemals frei aufleben, weil dieses Wesen diese Angst um ihr Kapital haben. Wenn unser Umfeld und unsere Gemeinschaft sich richtig auf der Vertrauensbasis liebt, haben wir nichts zu befürchten. Weil dann sind wir alle eins. Da werden wir später kein Geld mehr brauchen. Und das würde uns auch nicht nützen, weil wir alles geschaffen haben, was wir uns an sich wollten, wie wir uns die perfekte Welt vorgestellt haben. Eine Frau fragte mich mal im Alexander Laurent-Chat, was bei einem Mann Ehre, Würde, Stolz und den Respekt ausmacht.
Ich habe ihr nur geantwortet, das ist genau dies, was dich scharf macht, wenn es sich dein Mann, Freund, Partner verdient hat. Sowas kann ich deine Frau fragen und nie irgendwo verstehen und nachspielen können, ja. Meinst du, dass auch nur irgendjemand dieser Alpha-Wölfe irgendwo vermisst werden würde? Ehre haben sie, Würde und Stolz auch, aber da kommt dann einfach nur der Nächste irgendwann. Wer ist stärker? Der 5 Millionen Dollar schwere Selfmade-Millionär oder der 10 Millionen Dollar schwere Bodybuilder, der im Lotto gewonnen hat? Und bis die das alle sehen und auch verstanden haben, bis dahin haben die sich schon lange ihre Egos aufgelöst. Alpha bist du erst dann, wenn du mit jemandem durch die Hölle gehst und immer einen Schritt weiter bist. Und wenn der andere umdrehen will, dass du ihn dennoch mitnimmst und mit ihm erfolgreich die Hölle bis zum Ziel in dementsprechend führst und mit ihm durchquerst. Dann, aber auch nur dann. Vor 30 Jahren sagte das weibliche Elternteil zu mir, wer ist stärker, der große Kerl mit 300 Kilo oder dementsprechend der kleine Junge mit der Pistole? Ich weiß, wie es ist mit 133 Kilo und mit allem darunter. Und es prägte an sich mich natürlich auch. Diese Waffe ist nicht echt. Und im Darknet ist es schon schwerer geworden, an diese heranzukommen. Meine Freunde fragten mich damals auch nach solchen Teilen und ich antwortete, wir sind alle ständig auf Drogen. Wenn du eine Waffe hast, dann brauche ich ja auch eine. Und wenn die Bullen dich mit einer Knarre sehen, hast du schon verloren. Selbst ein sauberes Umfeld zu bewahren und auf Coolness und Ego zu verzichten. Deswegen hatte ich damals auch nie Opiate, Morphine oder Meth verkauft gehabt, sondern an sich auch nur geteilt. Jeder darf und kann Alpha sein und spielen, das ist gar kein Problem. Kommt er aber in das Areal des anderen, fügt sich an sich nicht ein oder spielt seine Rolle weiter, kann er tot sein. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist Alpha, ja, dann hab viel Spaß und Freude damit und ja, alles Gute. Schreibt er mir aber was vor, erschlage ich ihn. Man darf stets hinterfragen, man darf Vorwürfe machen. Man darf auch einen Schuldigen suchen, wenn einer unbewusst wie bewusst ein Umweltsünder ist. Was liebst du mehr? Dein sauberes Umfeld oder der Typ, der sein Motorenöl im Fluss beseitigt? Ich rede deswegen so, weil ich schon so faul und dumm im Leben war, dass ich mir lieber neue Kleidung gekauft hatte, als dass ich mal die alte durchwasche oder mein Motorenöl einfach im Garten in einem Mietshaus ums Eck dementsprechend entsorgte. Dass man mit dem Luftgewehr wie die Amerikaner einfach Tiere erschießt und es dann eigentlich erstmal einem bewusst wird. Hau doch mal jedem einen auf die Fresse oder aufs Maul, der was Falsches macht. Und zähle das mit, indem du einen Nagel in eine Holzwand reinhaust. Wenn die Wand irgendwann voll mit Nägeln ist und du siehst, wie die Leute angefangen haben, es richtig zu machen, dann fange an, für jeden gute Tat und dementsprechend einen Nagel wieder herauszuziehen. Was zurückbleibt, sind dennoch die Löcher in der Wand. Und das muss man irgendwo alles in Ordnung und Einklang bringen. Wir Männer sind alle gleich. Erstmal stinkfaul und blöd. Und wie würde es heute aussehen, wenn sich unsere Wünsche und Vorstellungen damals mit 18 Jahren sich heute 20 Jahre später oder so realisiert und erfüllt hätten? Da würde ein jeder lachen und gut, dass es nicht so passiert ist. Wir Männer treten uns ja auch nicht gleich mit viel Liebe als warmer Bruder gegenüber. Einfach nur passend wahrhaftig, egal ob der andere oder derjenige lügt oder nicht, weil es ist ja eine Wahrheit, die sich in ihm widerspiegelt. Also, wenn ich verlogen bin und dir gegenüber so in Erscheinung trete, dann ist es ja eine Wahrheit, dass ich dann dementsprechend so verlogen bin. Und das Ganze umzuwandeln, das dementsprechend zu erkennen, die Lüge ist auch nur die Wahrheit verkehrt herum auf dem Kopf. Also, es gibt viele Ansichten und Perspektiven. Zum Schluss hier des Videos gibt es noch kein Fazit oder Happy End. Macht einfach weiter, bis es auch bei jedem anderen passt. Weil bei mir geht es nun weiter mit dem nächsten Video. Willkommen auf meiner Geoengineering-Seite. Danke euch fürs Zusehen.